Ah, sehen wir uns zum Intro. Wo sind wir hier? Wir sind mitten in Köln auf dem Kanal von Valentin Semmler und der heißt euch herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Ich schlürfe jetzt hier mein Crankpump Pro und ich habe schon gesagt, wir sind in Köln. Dieses Wochenende ist Sichtung bei der Evo Classic. Wir haben einen Athleten hier und den schauen wir uns nachher auch mal an. Das Ganze ist aber erst morgen. Heute gehen wir ins Trainingslager nach Köln. War ich noch nie. Das ist ein Fitnessstudio. Schauen wir mal, wie es dazu ist. Rücken, Brust, Schulter wird trainiert. Bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped. Die Frage besteht ja. Ja, William scheint es auch anzuzweifeln. Bist du natural? Bisher noch nie getestet. Ihr könnt gerne mal beurteilen, ist diese Form für 7 Weeks out natural? Ich würde sagen, wir starten jetzt ins Training und geben mal Gas. Sehr, sehr geiles Gym. Da haben wir auf jeden Fall Spaß. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, was wir hier machen. Ja? Wir starten jetzt hier mit einer horizontalen Rudervariante für die Rückendichte. Wir suchen hier schön Schulterblätter mit nach vorne zu nehmen. Ist hier ziemlich geil. Ich glaube, bei Luis sieht man dann die Rückenmuskulatur etwas besser als bei mir. Ne? Also schau mal lieber da drauf. Geht auf jeden Fall gut rein. Ist immer noch schön, vor in die Dehnung zu gehen. Ist ein bisschen hart am Brustbein. Da ich mir mal vor einiger Zeit oder vor längerer Zeit verletzt, merke ich es immer bei schweren Zugübungen guten Druck. Aber so muss es sein, gell? Also nicht, dass ihr euch wundert. Luis macht heute Deload-Training etwas leichter, ja. Wir haben einen Diet-Break jetzt über den Zeitraum zur Sichtung hin. Das ist der letzte Diet-Break vor den Wettkämpfen. Luis ist 7 Wochen vor seinem ersten Wettkampf bei der WNBF. Das heißt, jetzt nochmal versuchen, ein bisschen zu regenerieren. Ja, Form ist schon sehr, sehr gut. Ich nehme mal 3 Kilo. 3 Kilo kriegen wir hier noch runter. Und dann sollte die Form Endhärte haben, ja. Also Leute, wir sind jetzt hier bei der Panatta High Row für den Latissimus hier. Schön für die Flügel, schön in der Kontraktion squeezen, absolut brutal. Hundert Kilo. Boah, 100. Ich bin schwach, deshalb machen wir Fullstack. Aber ich muss jetzt erstmal austesten, dass ich das wieder Mund zu voll genommen habe. Zeig den Leuten mal, warum du bei der GNBF gekündigt hast. Auf geht's. Komm jetzt. Oh. Komm, für den Bären. Easy, komm. Und Zug, jawohl. Jawohl, komm. Zug. Easy, komm. Kein Gewicht. Komm. Komm, 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 komm. Komm. Komm, 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 komm. Jo. Es wird schon schwer in der Kontraktion, ja. Aber kriegen wir hin. Unten relativ schwer, oben leicht, unten schwer. Ja, weil hier bei der finde ich es gar nicht so verkehrt, ja, du kannst wirklich schön rein squeezen. Komm, 2 noch. Komm. Und schön rein, komm, 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 komm. Langsam, langsam. Nichts mehr hier. Also, ich da bei mir hinfasse, da sinke ich richtig ein. Und hier steinhart, ey. Also einer der besten Netty-Rücken, die ich auf jeden Fall kenne, beziehungsweise bisher gesehen habe. Aber der Typ hebt auch, da hat in seiner Offseason 320 Kilo gehoben. Ich kenne. Fühlt kein netter Bodybuilder, der 320 Kilo hebt. Ja. Schwer macht schwer. Yeah, I wanna tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through the ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing and scraping that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent by no label. For now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. Also ich würde sagen, der Druckluftzylinder, was das hier ist, ist auf jeden Fall stabil.
würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen stabilen Fullstack. Also Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Rücken-Schulter-Brust-Training. Wir machen jetzt noch mit den Jungs hier einen Formcheck mit dem Studio, würde ich sagen. Dann schauen wir mal an, wie die naturale Form meiner Klienten einen Tag vor der Sichtung hier aussieht. Wie lief's Training? Ja, lief gut, ganz entspannt. Heute ein bisschen Deload, Diet Break. Deload, Diet Break. Schauen wir uns jetzt mal die Form an. Und die Frage ist, schreibt es in die Kommentare. 7 Weeks out, ist er noch zu fett? Das ist jetzt wirklich die Frage, bist du noch zu fett, Luis? Müssen wir anziehen? Ja. Reicht's morgen für die Quali? Oder nicht? Gucken wir's mal. Sagen, schauen wir uns das Ganze hier mal an. Alright, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Sagen, wir gehen jetzt mal durch die Posen durch. Genau, gib mal eine Grundstellung. Schön Druck auf die Beine. Jawohl. Also Luis hat wirklich einen phänomenalen X-Frame, wie wir hier sehen, ja. Einzige von vorne vielleicht etwas mehr Schwung in den Beinen, aber hältst du hier sehr, sehr gut. 7 Weeks out. Brutal. Dann Vierteldrehung nach rechts, bitte. Ja, schön Beinbeuge raus. Auch schön flach. Nicht zu sehr verkrampfen, mach schön. Das reicht doch, wenn du ein bisschen gegendrückst. Ja. Also Leute, wenn man von vorne denkt, der wäre schon komplett ready. Hier hängt es noch ein bisschen, ne? Beuger, aber ich sag mal, ab hier wird es dann deutlich freier. Hier haben wir auch noch ein bisschen, ja, bisschen Haut. Und hier oben wird es dann schon wieder deutlich leaner. Also der Körperfett bzw. das aktuelle Fett sitzt wirklich hier in diesem Bereich. Hier oben ist wirklich fast nichts. Schaut euch mal diese hintere Schulter an, Alter. Kann ich komplett reingreifen. So, einmal Vierteldrehung, schön gegendrücken. Glut anspannen. Schön Druck auf die Beine. Ellenbogen ein Stück höher. Übergang Lat Spread. Schön relaxed, ja. Ein Stück nach vorne lehnen sogar. Wenn die Jury hier unten sitzt, das ist immer so ein bisschen, genau, da kannst du auch so ein bisschen spielen, je nachdem wie der Winkel ist. Ne? Beinbeuger locker lassen, schön rausdrücken. Ja. Schön Druck in die Brust. Le Croissant. Also der ist auch, hier ist wirklich gar kein Fett mehr, ja. Also der ist komplett crispy. Junge, Junge. Jetzt direkt Lat Spread. Schön reinziehen. Mach dich schön auf, ja, aber. Brutal. So, jetzt umdrehen, Abs and Thighs. Auch Beinepose. Gib nochmal mit Vakuum rein. Und dann rein crunchen. Schön Druck auf die Beine. Ruhig einmal durchstrecken auch. Ja, aber. Ja, weil zeig die Streifen. Hier kannst du wirklich, wenn du reingehst, einmal schön. Spannend, ja. Da fällt es mir selbst schwer, meinem eigenen Klienten zu glauben, dass er natural ist. Absolutes Ausnahmetalent. Sehr, sehr brutal. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das Ganze auf die Bühne gebracht wird. Wir tun natürlich unser Bestes, hier noch ein bisschen was, 2-3 Kilo an der Härte rauszuholen. Ähnliche Fülle wie jetzt. Wir haben einen Refeed-Tag drin, also ordentlich Carbs. Gefällt mir gut, der Look. Ne? Also wie gesagt, hier haben wir noch ein bisschen was. Beuger, Glut. Und dann vom Oberkörper hier. Also hier abschneiden und Unterkörperbeine, wirklich extrem geil. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns vielleicht noch mal kurz die anderen an und mal gucken, was heute noch passiert. Wir nehmen euch noch ein bisschen mit und ich würde sagen, bis hierher ist Köln auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr geil. Für mich gibt es jetzt erstmal hier ein bisschen Nervennahrung im Designerbar Post-Workout, ja. Wenn ihr noch eure Klienten die Form betrachten müsst, halbnackte Männer anfassen müsst, ja, ihr erschöpft seid, gönnt euch ein Designerbar. Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, dass wir jetzt nach Hause gehen, essen und danach gehen wir was essen. Weil ihr weißt, ich muss essen. Wie viele Kalorien hast du heute noch offen? 2800 oder so. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was getankt werden. Dürfen der Flachart keine Chance geben. Dünn. Nee, schon gesagt. Dünn und vegan. Sag mal, was sagt ihr jetzt? Jetzt habt ihr die Formchecks von den Jungs gesehen. Hier ist Joshua. Joshua will auch morgen starten. Ich denke, das Ding gewinne ich, oder? Was sagst du? Hier im bayerischen Oberland sehen Sie einen flachen Rücken. Einen flachen und schwachen Rücken. Also Leute, wir gehen jetzt nochmal in die Stadt. Ich merke gerade, ich habe einen Katzenhaar im Mund. Und schau mal, was hier so in Köln geht. Ich habe hier keinen Platz, sich umzudrehen. Dafür haben wir ja Weitwinkel, ne? Es gibt Neuigkeiten. Die Jungs haben gerade noch einen längeren Call gehabt. Sie sind jetzt noch am Duschen. Ich würde sagen, wir lassen uns aber den Arm nicht nehmen, ja. Ich werde jetzt hier nochmal wahrscheinlich den More Taste Store aufsuchen.
sehe das immer in den ganzen Stories und vielleicht mal cool, wenn man direkt um die Ecke wohnt, das auch mal auszuchecken. Wir sind, wie angekündigt, mal More Taste auschecken. Ja. Alleiner, zu zweit. Jetzt werden wir mal austesten, ob der Hype rechtfertigt ist. Es ist nicht so, dass ich heute schon 200 Gramm Pancake-Mix gegessen habe, aber geben wir den mal einen Test. Ja. Was ist knusprig? Lecker, kann man auf jeden Fall machen. Ja. Wenn auf Waffeln steht. Und dazu gibt es jetzt hier noch eine heiße Zitrone. An der Stelle More Taste Saw. Tee wäre auf jeden Fall noch die Krönung im Sortiment. Wir sind auf dem Weg, nochmal mit dem Luis hier irgendeinen Spot zu finden, wo er hier noch posen kann. Ja. Luis will unbedingt posen vor allen Leuten. Das wollen wir ihm heute auch noch ermöglichen. Ja. Leute, wie wäre es eigentlich, wenn der Coach dich mal nackig macht? Ne? Ich bin fett. Und ein bisschen die Hosen runterlässt hier. Ne? Nackt. Jetzt mache ich hier meinen Tee, das schöne Ambiente. Luis erzählt Geschichten vom Lagerfeuer. Nino geht schlecht. Und Kevin raucht. Ja. Dann möchte ich mich auch distanzieren. Ich möchte auch nicht, dass das gezeigt wird hier. Ich rauche keine Shisha. Wir sind jetzt weg von der Shisha-Bar. Wir sind natürlich rauchfrei geblieben auf dem Weg zum Hotel. Falls irgendwas Spannendes passiert, nehmen wir euch natürlich hier in der Kölner Nacht mit. Wenn nicht, sehen wir uns dann gleich beim Outro wieder. Luis, jetzt hast du die Chance, nochmal hier zu posen. Nutzen wir die doch, oder? Also Leute, jetzt haben wir das Posing-Video hier auch noch. Ich würde sagen, es waren nochmal coole Aufnahmen zum Schluss. Männers, kommt mal her. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Audio. Ich hoffe, der erste Vlog aus Köln, der Freitag, hat euch gefallen. Mit den Trainingseinblicken, mit ein bisschen random Stuff. Wir schauen einfach mal, was wir hier reinschneiden können. Der gibt jetzt Kickdown und ich würde euch sagen, gebt gerne ein Like, wenn euch das Ganze gefallen hat. Kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische auf jeden Fall auf der Evo-Sichtung. Und dann schauen wir mal, ob der junge Herr sich hier qualifizieren kann und wie er neben den anderen ausschaut. Seid gespannt.